Wir reden jetzt von Klimawandel und Klimabäumen und weiss was und Klimapflanzen und so. Was man aber feststellen kann, ist, dass zum Beispiel trockenheitsresistente Pflanzen, da gibt es ganz einen Haufen Einheimische. Alle Wildrosen sind total trockenheitsresistent. Und auch andere einheimische Pflanzen, da braucht man keine Exoten, damit man trockenheitsresistent hat. Man muss halt vielleicht ein bisschen genauer auf den Standort schauen, was würde jetzt da passen oder was würde da gehen. Wir schauen, was ist da für ein Boden, wie stark ist der Humus, wie ist der Untergrund, ist es unlehmig, ist es steinig, ist es verdichtet und ich weiss nicht was. Das muss man natürlich analysieren und dann halt wirklich Pflanzungen dieser Situation anpassen. Also wenn ich jetzt halt einen nährstoffreichen Boden habe und dort ist es auch noch frisch oder feucht, dann muss ich dort ja nicht irgendeine Frumentalwiese oder eine Magerwiese oder irgendetwas planen und auch nicht eine Ruderalfläche. Sondern dann mache ich dort eine Hochstudenflur oder so etwas, das mit dem Boden und dem Standort zu Schlag kommt. Das ist auch etwas, das nachher langfristig verhebt. Oder wenn ihr den Boden austauscht und den B-Horizont einlöhnt, dann wird das langfristig nicht funktionieren, wenn ihr dort einen Trockenstandort macht. Weil der Schachtelhalm kommt dann gleich wieder unten rauf oder irgendetwas anderes. Also darum arbeiten wir, wenn möglich, mit vorhandenem Boden. Wir machen einfach Bodenverbesserung im Sinne von, wir tun noch Kompost rein und weiss nicht, Schafwolldünger oder so etwas. Oder einfach um quasi den Pflanzen einen guten Start zu geben. Ihr kennt das als Gärtnerinnen und Gärtner. Ist klar, die Sträucher die sind jetzt so ein bisschen am Wachsen. Gewisse Studien kommen, gewisse nicht. Das Zeug ist sich am Entwickeln. Das Kies ist noch ziemlich blank. Das ist das, was ich meine mit dieser Dynamik. Die fängt jetzt da natürlich erst an. Also wir haben jetzt wie Grundlage gemacht für das. Und die Dynamik, das passiert jetzt selber. Das bringen quasi Pflanzen und Natur drin. Wichtig ist einfach, dass man sich bewusst ist, ein Naturgarten ist ein dynamischer Garten. Also die Wegwarte wachsen jetzt da, das nächste wächst sie noch jemand anders und das übernächste Jahr gar nicht. Oder es gibt nicht wie bei einem englischen Studenbord, wo man sagt, da ist die Rose, da ist die Studie, da sind die 5 Studien, da ist das und das erhalten wir jetzt 100 Jahre so. So funktioniert ein Naturgarten nicht, sondern die Sträucher werden grösser, die Bäume werden grösser, die Vegetation verändert sich, das ist gewollt. Der Gärtner, der das nachher pflegt, der geht mit dem mit. Und dann vielleicht, wenn es dort Schatten hat, dann macht man irgendwann eine neue Pflanzengesellschaft rein. Aber man will die Dynamik, man will nicht eine Statik. Also so wie es in der Natur halt auch ist, Veränderungen sind normal. Wir bauen wirklich fast alles in Trockenbauweise. Und das lässt natürlich auch zu, dass es nachher ein Lebensraum ist. Also eine Mauer, die vorne offen ist und hinten betoniert, ist kein Lebensraum. Das steht. Die Art und Weise, wie ihr baut, wie ihr einen Belag macht, das entscheidet schon darüber, ist es dann auch letztendlich ein Lebensraum. Offene Bodenbeläge sind darum wichtig, weil hauptsächlich das Wasser kann versickern direkt im Boden und nicht quasi Kanalisation belastet. Und das ist eigentlich der natürliche Kreislauf vom Wasser. Es kommt vom Himmel runter und geht wieder im Boden. Und das wollen wir natürlich mit diesen durchlässigen Belägen erreichen. Kombiniert mit natürlichen Entwässerungssystemen. Das heisst also, es läuft ja nicht alles durch den Belag ab, sondern ein Teil läuft dann auf der Seite weg. Und dass man auch dort Möglichkeiten findet, dass es dann irgendwo herfließt in eine Pflanzfläche oder in einen offenen Boden hinein oder in ein Feuchtbiotop. Also eigentlich ist die Idee, dass wirklich das gesamte Wasser, das sich auf so einem Belag sammelt, der Natur wieder zurückgibt.